Regio TV Plus für euch auf eine Neuentdeckung. Und in Muttens, mitten im Dorf, gibt es einen neuen Laden. Bei mir ist der Markus Oberholzer. Ich kenne ihn eigentlich von einem Möbelgeschäft her, vom Domino genauer gesagt. Und jetzt, Markus, Schuhladen? Ja, Schuhladen, ganz genau. Wir haben uns auch überlegt und haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass Muttens im Dorf, schönste Gemeinde von der Nordwestschweiz für mich, schönste Dorfstrasse, die Läden zugehen, das kann doch nicht sein. Man kann nicht immer klönen, man muss manchmal auch machen. Wir sind unten am Bahnhof, haben gesagt, jetzt gehen wir rauf ins Dorf, zeigen ein bisschen Schränke, so klein nebenbei, aber das Ganze soll in einem Schuhladen sein und somit zeigen wir gerade, wie man die Schuhe versorgen kann. Das ist so die Vision vom Ganzen. Wie ist denn jetzt das für dich handhabbar? Ich meine, du kannst ja nicht da reinkommen, nimmst ein paar Schuhe und dann heisst es, ja, jetzt, schau, jetzt haben wir hier noch ein Schäftchen. Also, wie ist die Synergie? Es ist ja so, dass wir uns, es nimmt niemand in einem Schreiner ab, dass er Schuhe verkaufen kann. Da müssen wir auch ehrlich sein. Da sagt jeder, was will er jetzt noch. Aber bei uns, wir wollen zeigen, dass wir den Ladenbau auch können. Wir können Ladenbau machen. Und das sieht man, glaube ich, auch darin, dass das recht gelungen ist. Und wir haben natürlich eine Geschäftsführerin da drauf, die in diesem Bereich tätig ist und immer tätig ist. Jetzt wollte ich gerade einen Schritt weitermachen, nebst den Möbel, eben Schuhe. Es sieht weltklasse aus. Da muss auch jemand dahinter stecken. Wer ist denn das? Weil du bist ja nach wie vor im Jahr mit dem Holz beschäftigt. Das ist mein Ding und dort käme ich raus. Wenn du mir etwas fragst über Schuhe, muss ich ganz ehrlich sein. Ja. Irgendwie verkauft er auch noch Bälle, aber ist nicht mein Ding, das ist so. Ich bleibe auf meinen Schränken, das ist so, unsere Ankleiden und so, das ist mein Ding. Das ist Isabella Jäusli, die hier Geschäftsführerin ist. Sie ist, ihre Leidenschaft ist Mode und irgendwann haben wir auch dort gesagt, haben wir nicht eine Synergie zusammen, die wir auch im Beruflichen könnten machen. Gut, dann schnappen wir uns jetzt Isabella und gehen ein bisschen auf die Leidenschaftsschuhe ein. Jetzt Isabella, jetzt haben wir von Markus gehört, die grosse Leidenschaft bei dir. Wie zeichnet sich denn die aus? Ich habe jetzt gesehen, das sind alles Markenprodukte, Qualitätsschuhe. Woher kommt das? Die Leidenschaft zeichnet bei mir eigentlich nicht unbedingt die Markenschuhe und Qualitätsschuhe aus, sondern eigentlich die Leidenschaft zu den Menschen. Und das ist das, was ich hier innen will, können vermitteln, dass ich eine Bindung habe zu den Menschen. Das soll die Leidenschaft geben, selbstverständlich mit meinen wunderschönen Produkten. Aber in erster Linie, dass sich hier innen jeder Kunde darf und kann wohlfühlen. Es soll so eine Wohlfühloase geben. Okay, aber gehen wir nochmal auf die Schuhe ein. Was kann man denn dort heute zu Tags noch Neues machen? Gibt ja nicht neue Materialien. Wird es besser verarbeitet? Es ist so, es gibt neue Materialien, aber es gibt Materialien, die besser verarbeitet werden. Der Schuh im Detail, das Finish vom Schuh, das sind alles Sachen, die heute halt einfach wirklich sehr individuell hergestellt werden und das sieht man auch am Produkt. Das legt auch, der Kunde legt sehr viel Wert auf Qualität, wir auch. Und das wollen wir auch hier zeigen und verkaufen. Jetzt musst du wahrscheinlich mehr Schuhe verstauen als andere Leute daheim. Aber wie läuft das mit der Funktionalität der Möbel? Ist das wirklich jetzt von Markus auch gut ausgewählt? Da habe ich jetzt aber Glück gehabt. Das ist grossartig ausgewählt. Die Schachteln passen perfekt in den Tisch rein. Da habe ich sehr geschwitzt, als ich sie eingeräumt habe. Aber das ist natürlich meine grösste Freude, dass das funktioniert, weil das ist sehr wichtig. Also, da sehen Sie einen neuen Sonnenschein hier in Muttens, mitten im Dorf Schuhladen. Wie heisst er? Mein Schuh Plus. Ich freue mich.